Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren kleinen Vorschau auf unsere 20. Kieler Open Source und Linux Tage. Ihr habt richtig gehört, es sind wirklich die 20. Und als kleine Vorschau ist heute, wieder in die falsche Richtung gezeigt, Thorsten Franz mit dabei. Hallo Thorsten. Hallo Hauke, ja, ich bin heute mal dabei. 20 Jahre, das klingt ja irgendwie schon ein bisschen alt, aber irgendwie ist es auch jung. Ja, das ist gut, wenn man das noch so sehen kann. Genau. Erzähl doch mal ein bisschen, wer du so bist, für was du stehst. Und vielleicht kenne ich noch nicht alle. Wäre zwar ein Skandal, aber erzähl doch trotzdem mal. Nee, mich muss auch nicht jeder kennen. Also das erwarte ich gar nicht. Deswegen stelle ich mich eigentlich auch immer gerne vor, auch bei Vorträgen, die ich halte. Ich bin in der Ubuntu Community unterwegs, bin dort Ubuntu Community Council Member, habe also hauptsächlich was mit der Community zu tun, sowas wie Messestände organisiere ich, halte auch Vorträge, beschäftige mich mit Community-Weiterentwicklung und Governance-Themen und betreibe auch mit anderen Leuten das Ubuntu-Users.de. Wann bist du zu Ubuntu gekommen insgesamt? Ich bin da hingekommen 2007 und so seit 2008 bin ich da auch sehr aktiv unterwegs. Genau, habe also gleich ein ganz bisschen da eben auch dieses Ubuntu-Users.de ausprobiert und dort Fragen gestellt und war da auch am Anfang, glaube ich, sehr naiv und war so ein richtiger Anwender. Bin dann aber auch schnell dorthin gegangen, dass ich gesagt habe, ich möchte auch einen Wertbeitrag dazu leisten und bin dann damals ins IKEA-Team, also das Nachrichten-News-Team vom UbuntuUsers.de gekommen. Genau. Und wir haben ja nicht bloß die 20. Kilo Open Source und Linux Tage, wir haben ja auch noch einen anderen Geburtstag. Dazu machst du ja auch einen Vortrag, wo wir nicht mehr ganz jung sind und so weiter. Worum geht es so ganz grob in deinem Vortrag, ohne dass du jetzt zu viele Details verrätst, sodass es sich immer noch lohnt, vorbeizukommen oder den Vortrag online zu gucken? Also Ubuntu kommt raus aus der Pubertät und endlich wird Ubuntu erwachsen, also 18 Jahre. Yeah, wir haben im Oktober 2004, ist eben halt Ubuntu damals entstanden oder die erste Version von Ubuntu herausgekommen. Und und das sind jetzt 18 Jahre her. Und darüber möchte ich auch so ein bisschen berichten, erwachsen werden. Und vielleicht werden wir auch reifer in Ubuntu, wer weiß, vielleicht sind wir gar nicht mehr so pubertär. Und dann eben halt so ein paar Geschichten aus der Ubuntu-Welt erzählen und auch die Leute ein bisschen mitnehmen, was ich da so an Themen in den 18 Jahren erlebt habe und wo wir heute gerade stehen. Da ist bestimmt eine ganze Menge zusammengekommen. Also lasst euch den Vortrag nicht entgehen. Und es gibt ja auch dieses Mal einen Ubuntu-Stand wieder bei uns, denn wir sind eine Hybridveranstaltung dieses Mal nach 2 Jahren reiner Online. Eine Pause ist falsch, aber es war vor Ort halt nichts für die Besucher da. Es gibt jetzt wieder eine Ausstellung. Und was gibt es denn bei euch so zu sehen am Stand? Genau, also bei uns gibt es eben halt das 22.04, die aktuelle Ubuntu-Version zu sehen. Ist jetzt wieder eine Long-Term-Support-Version. Und ich habe das gerade auch hier, jetzt mache ich mal ganz bisschen Werbung für Sachen, die ich gar nicht mag. Nee, das Google-Zeichen ist ja jetzt nur so. Das ist ein Pixel 3a, was ich hier gerade habe. Und darauf läuft auch ein Ubuntu, also ein Ubuntu Touch. Und da werde ich das eben halt auch mit präsentieren am Stand. Ich habe da 2 Geräte, also einmal dieses Pixel 3a und das von Vodafone, ein Gerät,
wo ich eben halt mal zeigen kann, wie das Ubuntu Touch-System funktioniert. Und wir versuchen auch, das müssen wir mal gucken, ob das alles gut funktioniert vor Ort, das mit externem Monitor zu koppeln und auch mit Tastatur, Bluetooth-Tastatur und so weiter, sodass wir dann auch auf den Handy ein bisschen GIMP benutzen können und LibreOffice. Wenn du jetzt Monitor und Tastatur anschließt, dann hast du einen kompletten Desktop, der auf deinem Smartphone ausgeführt wird. Genau, ich muss dafür ein paar Installationen machen, und habe das, also das Gerät auch schon soweit vorbereitet. Das lief auch ganz gut bei der Foscon, die jetzt in St. Augustin stattgefunden hat. Da war ich eben vor 2 Wochen, wann das war. Genau, und dann wollen wir da das auch nochmal so zeigen. Und es ist so, dass man über Apt auch eben halt Programme installieren kann, und dort kann man dann auch ein LibreOffice oder auch ein GIMP dann dort präsentieren. Nicht schlecht. Also seid gespannt, was es alles gibt. Also Vortrag, sehr lohnenswert auf jeden Fall. Und beim Stand, da könnt ihr euch ja angucken, wie Ubuntu auf seinem Smartphone funktioniert. Finde ich ganz interessant. Ich habe ja selbst keins, aber dass das alles so funktioniert, dass es vielleicht sogar so ein Notebook-Ersatz ist, wenn man woanders halt Tastatur und Maus hat. Und Monitor, durchaus eine interessante Sache. Ja, Ja. wobei ich dazu sagen muss, das ist noch nicht sehr stabil. Da muss man, glaube ich, auch noch ein bisschen warten. Das ist momentan noch sehr Alpha-Beta-mäßig. Okay, gut. Dann ist es ein interessanter Einblick in die Entwicklung, was es gerade auf dem Gebiet so gibt. Aber das Ubuntu Touch an sich, das ist schon einsatzfähig. Das kann man auch im Alltag benutzen. Aber eben halt diese Desktop-Nutzung eben halt dann eher nicht so. So sieht das aus, wenn es gestartet wird. Ja. Also, falls du jetzt gleich noch ein bisschen was zeigen willst, in der Kamera, so mit. Mit Pfiff, ja. Also genau, so ist die Oberfläche, kann ich machen. Dort sind die Applikationen. Dort drauf, hier sind genau diese Anwendungsstarter, die man auch vom sonstigen System her kennt, von Ubuntu-System. Achso, hier habe ich gerade keine Internetverbindung angeschlossen, deswegen wird da gerade im Offline-Modus angezeigt, aber ist auch vielleicht dort egal. Ich öffne mal gerade noch 2 Apps, weil dann kann ich noch was zeigen. Ich muss das gerade verkehrt rum machen. Den Nicht einfach. Anwendungsswitcher von der einen Seite, man kann Applikationen wieder so zumachen. Genau, man hat hier oben so ein Global Menü, wo man so Bluetooth oder ja, Batterie, Taschenlampe einstellen kann, Kalender und irgendwie sowas alles. Genau, das hat man dort. Und hat so mit diesen ganzen Gesten hat man ja so unterschiedliche, ja, Möglichkeiten, von wo man swipen kann. Und hier von unten kann man so Applikationen editieren beziehungsweise Neueinträge machen. Hier jetzt zum Beispiel die Kalenderfunktion. Genau, das will ich dann so zeigen. Da kann man auch einige Sachen dann noch ausprobieren. Also das kann man auch mal aus der Hand geben und dann noch ein bisschen rumprobieren. Genau, und wenn alles gut läuft und der Developer-Channel genauso gut funktioniert wie vor kurzem noch, können wir das eben halt auch auf dem Bildschirm groß dann bringen und auch Bluetooth-Tastatur anschließen und genau, das dann da nutzen. Und was auch noch ganz schön ist, mittlerweile funktionieren mit Wadroid auch viele Applikationen aus den Android-Kontext. Man kann dort solche Applikationen auch installieren. Nicht alles, aber einige schon. Dafür hat man dann eben halt extra einen ja, Android-Store, den man sich einbinden kann, F-Droid. Ganz viel hat sich auch getan in der letzten Zeit. In der letzten Zeit gab es irgendwie noch mal so einen Schub oder so irgendwie oder Ja, stetig? also die Technologie wurde ein bisschen geändert. Darunter, das ist jetzt dieses Halium,
als Unterbau. Und das ist jetzt so, dass man dadurch auch viel mehr Geräte ansprechen kann. Also mittlerweile gibt es auch so ungefähr 100 unterstützte Geräte, was bis vor einigen Jahren noch nicht so ganz denkbar war. Da hatte man sich immer noch so auf 8 Geräte spezialisiert oder sowas. Also mittlerweile sind schon sehr viel mehr Geräte in der Unterstützung. Jetzt noch ein bisschen konkreter, ist das so eine Hardware-Abstraktionsschicht noch dazwischen? Genau, Okay, genau. Das ist okay. eine extra Hardware-Abstraktionsschicht für nicht unbedingt Android-Geräte. Also die müssen nicht unbedingt ein Android vorher dann drauf haben. Genau. Also und die benutzen eben halt nicht nur Ubuntu Touch, sondern auch noch andere Linux-basierte Smartphones, die da auch noch gerade so im Entstehen sind. Und das ist so eine Abstraktionsschicht darunter, ja. Klingt sehr interessant. Und da kann man es auch denn mal so ein bisschen anfassen, solange man es nicht fallen lässt. Und Ja, genau. Wenn genau. man es fallen lässt, dann kriegt Das, ihr Ärger genau. mit mir. Genau. Nicht fallen lassen. Haben wir sonst noch irgendwie was Interessantes, was es da irgendwie bei euch zu sehen gibt? Oder irgendwie noch einen Schwank aus deiner Ubuntu-Vergangenheit? Irgendwie sowas zum Abschluss? Ja, also ich kann nochmal Werbung machen für auch meinen Vortrag 18 Jahre. Ubuntu, dieses Erwachsenwerden. Und Erwachsenwerden war damals noch weit entfernt, als wir auch einen Stand bei der CeBIT hatten. Oh, das ist schon wieder so viele Jahre her. Jetzt muss ich wieder lügen, 10 bis 12 Jahre, irgendwie sowas in der Richtung. Also da waren wir richtig noch ziemlich jung. Und ich weiß nicht, ob jeder noch die CeBIT kennt. Das ist eigentlich so eine fiese Messe, wo alle Leute immer was abgraben wollen. Also die wollen eigentlich nur ihre Tüten alle voll machen. So. Also ganz schlimm. Was aber gut war, wir waren sehr gut ausgestattet mit Material. Einige Sachen waren auch käuflich, T-Shirts und so, weil die können wir nicht verschenken. Da haben wir gar nicht Geld für von der Community. Da war aber einer, der unbedingt so ein T-Shirt haben wollte. Und ja, da wir auch genug CDs hatten, CDs, das sind diese optischen Datenlaufwerkträger, die kennt auch nicht mehr jeder, aber die konnte man damals im Rechner reinschieben, so, also das ist auch schon lange her. Da habe ich gesagt, er würde dieses T-Shirt bekommen, wenn er zum Microsoft-Partnerstand geht und den Partnern eben halt diese Ubuntu-CD mit einem Flottenspruch eben halt übergibt. Das hat er auch gemacht. Ich habe ihn verfolgt mit einem Video. Vielleicht sollte ich das Video mal zeigen beim Vortrag. Ich glaube, das mache ich auch. Genau, das Video werde ich zeigen. Das Thema war bloß, eigentlich hatte ich ja gedacht, er macht das bei jedem, aber nach dem dritten wurden wir vom Sicherheitsdienst auch schon beiseite genommen. Ja, Okay. er hatte sich dann das T-Shirt aber auch verdient. Ja. Okay, gut. Also auf das Video sind wir noch mal extra gespannt. Das musst du jetzt aber auch wirklich dann zeigen. Ja, also ich meine, ich habe das letztens noch gesehen. Also ich habe das Okay. noch in meinem Gut. Laufwerk. Also von daher kann ich das wieder dann hier auch dann zeigen. Ja. Genau. Ja, also es bleibt auf jeden Fall spannend und es wird denn auch, denke ich mal, einige humorvolle Eindrücke und sowas denn geben. Ja, okay. Ja, weil der Ernst des Lebens beginnt ja jetzt erst, ne? Also mit 18. Also Das jetzt stimmt. geht er ernsthaft los. Vorher war alles Spaß. Ja, kann man mal so behaupten. Stimmt zwar nicht, aber kann man behaupten. Ja, gut, dann würde ich sagen, dann sehen wir uns entweder online oder vor Ort am 15., 16. oder 17. September. Ist auch nicht mehr so lange hin. Am 15. haben wir unseren Linux Presentation Day mit 3 Vorträgen für Einsteiger und Umsteiger. Und an den beiden weiteren Tagen gibt es halt unsere Ausstellung, wo Thorsten eben auch steht, wo es Vorträge gibt, wo es Workshops gibt, wo es Online-Vorträge gibt, wo es gemeinsame Aktionen gibt, wie ja, zusammen grillen und das Frühstück am Samstag, am 17. Das Software Freedom Frühstück. Wir haben Verlosungen und noch ein bisschen, was wir zu unseren 20. Kieler Open Source und Linux Tagen machen. Wir wissen noch nicht hundertprozentig, was wir davon machen können, aber es wird einiges geben. Genau, also es lohnt sich, entweder vorbeizukommen oder wenn ihr es halt nicht könnt, jedenfalls online daran teilzunehmen. Ja, vielleicht noch ein Schlusswort von dir? Ach ja, ich kann mich da eigentlich nur anschließen. Wir sehen uns in Kiel oder beziehungsweise über die Leitung, ne? Nach Kiel. Genau. Ich freue mich drauf.
Jo, ich mich auch. Gut. Ja, dann tschüss, bleibt gesund und bis dann. Ja, klar.